Ja, das war ja faszinierend. Er hat anscheinend mit seinen Tennisfähigkeiten die Mafia besiegt. Aber mit einer Eisenkugel, die kann man doch gar nicht so weit schlagen, oder? Ja gut, ich meine, er ist der ultimative Tennisspieler, ne? Deswegen hat er vielleicht mehr Fähigkeiten als alle anderen. Und auch diese Tür hier scheint abgeschlossen zu sein. Die Tür geht kaum auf. Wurde sie einfach falsch gebaut? Naja, egal. Also wir können sie leicht aufmachen, aber halt auch nicht ganz. Das hilft natürlich nicht wirklich viel, wenn wir da rein wollen. Hier haben wir anscheinend eine Bücherei. Und diese Tür hier geht auf. Aber auch hier haben wir jede Menge Pflanzen am Boden. Ist das eine Bücherei? Ja, was denn sonst? Hier sind überall Bücher. Es sieht nicht wirklich sehr organisiert hier aus. Oh, stört dich das? Magst du es, wenn Sachen aufgeräumt sind? Nein, es ist einfach nur, ich frage mich, ob vielleicht jemand anderes vor uns diesen Ort genutzt hat. Hä? Ach, es ist gar nichts. Wir sollten uns erstmal den Ort hier anschauen. Ja, jede Menge Bücher, aber wie ihr sehen könnt, sehr unordentlich das Ganze. Aber ich meine, hier sind so viele Bücher, die würden ja auch gar nicht irgendwie überall reinpassen. Die Schränke sind ja schon voll. Obendrauf könnte man noch was hinpacken, aber ansonsten, nee, also viel zu viele Bücher für diese überschaubare Bücherei. Kann ich hier mit irgendwas interagieren, mit dem Globus hier zum Beispiel? Was für ein schöner Globus. Ja, danke für diesen Kommentar, aber das hat uns jetzt auch nicht wirklich weitergebracht. Wir können ja einfach mal hier aufräumen und die ganzen Bücher einfach mal wegschlagen. So, hier mal so ein bisschen aufräumen. So. Aber auch das bringt nicht wirklich viel. Nur ein paar Coins. Sehr gut. Machen wir mal das Offensichtliche und reden mit diesem Mädchen hier. Bist du ebenfalls eine ultimative Schülerin? Ja. Ja. Aha. Was das? Sie mag es wohl nicht zu reden, hä? Ich bin Kaede Akamatsu. Ich bin die ultimative Pianistin. Ich bin Shuichi Saihara. Und ich bin der ultimative Detektiv, schätze ich mal. Oh Mann, nicht schätze ich mal, sondern du bist der ultimative Detektiv, okay? Ja, du hast recht. Und was ist mit dir, hä? Maki Harukawa, Ultimate Child Caregiver. Maki Harukawa, die ultimative Kinderbetreuerin. Die ultimative Kinderbetreuerin, hä? Das ist ein seltsames Talent, oder? Wie wird man denn sowas? Überrascht? Ich sehe nicht wie jemand aus, der Kinder mag, oder? Hä? Nun, da hast du recht. Ich mag Kinder nicht wirklich. Aber wenn du die ultimative Kinderbetreuerin bist, dann müssen dich Kinder wirklich mögen, oder? I don't care. Kinder sind seltsam. Sie kommen einfach zu mir. Ich bin nicht wirklich gut darin, mich um sie zu kümmern. Und ich bin auch nicht wirklich freundlich. Aber man sagt, dass Kinder sehr intuitiv sind. Wenn sie dich so sehr mögen, dann dann können sie wahrscheinlich erkennen, wie liebenswert du wirklich bist, Maki. Ja, das muss es sein. Du hast dir die perfekte Karriere ausgesucht. Es war überhaupt nicht meine Wahl, okay? Hä? Was meinst du damit? Ach, gar nichts. Es ist einfach, ich bin in einem Waisenhaus aufgewachsen und musste halt eine Menge helfen. Ein Waisenhaus, hä? Oh, und übrigens, weißt du irgendetwas über diese Monocups? Ja, irgendjemand muss sie steuern, richtig? Weißt du vielleicht, wer das sein könnte? Woher sollte ich das wissen? Guter Punkt. Die Monocups sind definitiv in dieser Situation involviert. Hey, Detektivenjunge. Solltest du nicht bereits herausgefunden haben, was hier vor sich geht? Was? Nun, er ist ein Detektiv und nicht ein Gott. Er kann nicht alles wissen. Ja.
Ich meine, wen interessieren schon diese Stofftiere? Diesen Ort, also hier rauszukommen, ist viel wichtiger. Ernsthaft? Du glaubst, wir können einfach entkommen? Ultimates landesweit zu entführen, würde eine Menge Ressourcen beanspruchen und auch eine Menge Planung. Was lässt dich glauben, dass eine Gruppe, die so etwas schafft, uns einfach rausgehen lässt? Nun, wenn sie es nicht beenden werden, dann werden wir es tun. Ich weiß, dass wir es schaffen können, wenn wir zusammenarbeiten. What? Zusammenarbeiten? Mit Fremden? Du bist eine naive Vollidiotin, wenn du glaubst, dass wir das so leicht beenden können. Naja, ganz unrecht hat sie nicht. Eine Gruppe, die es und da wäre sie weg. Eine Gruppe, die es schafft, uns zu entführen und uns hier in diese Schule zu bringen, die wird uns nicht so leicht entkommen lassen, ne? Das war irgendwie seltsam. Sie schien nicht wirklich wie die ultimative Kinderbetreuerin. Jeez. Sag nicht sowas! Naja, ganz unrecht hat er nicht. Sie schien sehr unfreundlich, oder? Ich meine, eine Kinderbetreuerin, da müsste sie eher wie Cheesa sein, aus Danganronpa 3, aber das ist eine andere Geschichte. Na gut. Auf jeden Fall hier jede Menge Bücher. Anscheinend sind die Bücher auch sehr staubig, was darauf schließen lässt, dass hier seit längerer Zeit niemand mehr hier war. Und anscheinend sind die Bücher auch in verschiedenen Sprachen geschrieben. Generell ist die Bücherei ja immer ein sehr wichtiger Ort in Danganronpa. Wir haben in Danganronpa 1 die Bücherei, wo halt Byaku ja sehr viel Zeit verbringt. Halt in Kapitel 2 mit Genocide Jack dort der Fall, ne? Da war die Bücherei natürlich ebenfalls sehr wichtig. Und in Danganronpa 2 hatten wir eine ähnliche Geschichte in Kapitel 2, wo halt Sonya in der Bücherei auf der zweiten Insel, meine ich, über, wie hieß der nochmal, diese andere Serienmörderin gelesen hat. Naja gut. Irgendwie Shining Justice oder so hieß die, ne? Oder Sparkling Justice. Irgendwie sowas. Naja gut, genug von Serienmördern hier. Das Blöde an einem Danganronpa-LP ist wirklich, dass die meisten Parts einfach demonetarisiert werden. Letztendlich verdiene ich durch diesen Kanal sowieso schon so gut wie gar nichts, deswegen ist es mir nicht so wichtig, weil halt nicht allzu viele Leute zuschauen. Aber schon ein bisschen schade, dass in diesem LP, wo halt auch wirklich mega viel Arbeit drin steckt, dann halt die Parts oftmals demonetarisiert werden, weil halt die Thematiken, ja, nicht unbedingt für Werbung geeignet sind. Ja gut, was jetzt? Haben wir uns nicht alles schon mal angeschaut jetzt? Ach, jetzt können wir hier rein. Oh, hier konnten wir vorher noch gar nicht durch, richtig? Jetzt ist anscheinend das Eisentor auf. Hat es jemand für uns geöffnet? Wir sollten uns das mal anschauen. Oh oh. Ich habe da schon was gesehen. Oh, ist das hier die Eingangshalle? Richtig, Shuichi? Das hier muss die Eingangshalle sein, oder? Okay. Ja, ich schätze mal schon. Und das würde bedeuten, dass hier auch ein Ausgang ist? Anscheinend. Diese Tür hier muss der Eingang sein. Wenn wir da durchgehen, dann können wir entkommen, richtig? Moment, ich glaube nicht, dass wir so sorglos die Tür öffnen sollten. Es könnte vielleicht eine Falle sein. Sich über so etwas Sorgen zu machen, ist nicht notwendig. Ich habe bereits alle Türen untersucht. Was ist er für einer? Der hat ja mal ein richtig krasses Gewand an, du. Vor allem, oh Gott, da will ich gar nichts sagen. Ihr fragt euch vielleicht, wer ist das? Nun, das werde ich zuerst einmal klarstellen. My name is Kurekyo Shinguchi. I am called the ultimate anthropologist. Kurekyo Shinguchi, der ultimative Anthropologist. Okay. Kurekyo? Anthropologie? Oh, bitte nenn mich einfach Kyo. Und Anthropologie, soll ich es dir vielleicht erklären? Oh, natürlich. Anthropologie ist die Lehre von Legenden, Volkssagen und Songs und noch vielem mehr. Es gibt vielleicht sogar Gebräuche in eurem täglichen Leben, von denen ihr nicht die Ursprünge kennt. Zum Beispiel einige Aspekte eines Geburtstages oder
der Neujahrsfeier. Und Anthropologie untersucht solche Traditionen durch Analysen. Es ist eine Lehre, die halt versucht, die Kultur, den Glauben und andere Sachen zu erkunden. Oder zu erklären. Oh, ich verstehe es, aber auch nicht so ganz. Es hört sich aber auf jeden Fall sehr spaßig an. Natürlich macht es Spaß. Es ist eine Lehre, die sich auf den Menschen oder auf die Menschheit fokussiert. Ich glaube, dass Menschen Kreaturen sind, die unendliche Schönheit besitzen. Ich finde alle Teile der Menschheit, selbst die hässlichen Teile, einfach nur wunderschön. Unsere momentane Situation ist ziemlich interessant. Was für eine Schönheit werde ich hier wohl bewundern können, hä? Menschen sind wundervoll. Okay. Dieser Typ hier sieht gruselig aus. Und anscheinend ist er das auch. Auf jeden Fall, wenn wir rausgehen, wir können raus, wenn wir durch diese Türen gehen, richtig? Du solltest die Antwort herausfinden können, indem du einfach, selbst rausgehst. Der Moment, in dem deine Hoffnung zerstört wird, das ebenfalls könnte wunderschön sein. Was meint ihr damit, wenn meine Hoffnung zerstört wird? Heißt das, wir kommen hier nicht raus? Naja, wir sollten es auf jeden Fall mal selbst untersuchen gehen. Okay. Ich schaue mich immer nur so ein bisschen um. Ein paar Blümchen hier auf dem Boden. Ja, ja, ganz nett. Hast du noch was zu sagen, Shuichi? Unsere Hoffnung wird zerstört? Was soll das bedeuten? Wir werden es bestimmt gleich herausfinden, wenn wir da rausgehen. Aber schauen wir uns erstmal noch die anderen Karten hier an. Maki. Okay. Am 2. Februar Geburtstag. Sie liebt das morgendliche Seeufer. Was sie hingegen nicht mag, ist das Seeufer bei Winter. Ja gut, das kann ich verstehen. Und sie ist natürlich die ultimative Kinderbetreuerin. Okay. Hatten wir schon. Ryoma Hoshi. Hoshi bedeutet übrigens Wunsch oder Verlangen. So viel weiß ich zumindest. Und der ist wirklich verdammt klein. Sieht man auch dort oben nochmal, wenn man sich die Größe mal im Vergleich zu den anderen anschaut. Selbst Himiko ist größer. Wie groß war Himiko? 4,11 und hier haben wir 3,5. Keine Ahnung, wie groß das in Meter ist, aber sollte nicht deutlich mehr als ein Meter sein, oder? Naja, gut. Am 1. Juli Geburtstag. Er mag den russischen Blues. Und er mag nicht irgendwelche Haie, okay. Und er ist natürlich der ultimative Tennisspieler. Oder er war mal der ultimative Tennisspieler, wie dem auch sei. Und dann hätten wir noch den Typen hier. Korekiyo Shinguji. Der ist sogar der Größte hier, oder? Ja, wenn ich das mal so vergleiche, müsste der Größte sein. 31. Juli Geburtstag. Er mag nicht Seile. Er mag Seile. Was er hingegen nicht mag, ist so eine Belüftungsanlage, okay. Also eine Klimaanlage, meine ich, okay. Gut, und er ist der ultimative Anthropologist. Jemand, der sich mit der Menschheit beschäftigt und halt mit den Gebräuchen, den Legenden, den Traditionen und so, ne? Keine Ahnung, warum du da so ein Outfit trägst, aber okay. Schau mal seine Mütze an. Ich glaube, er wird bald für Smash confirmed. Okay, gut, gehen wir mal hier raus. Kommen wir jetzt wirklich in die Freiheit? Dann lass uns gehen. Okay. Um ehrlich zu sein, ich hatte Angst, weil was ist, wenn hinter dieser Tür einfach nur... Ah, verdammt, ich bin überhaupt nicht so. Nur weil ich Angst habe, heißt das nicht, dass ich weglaufen soll. Ich muss weitermachen. Kaede. Mach dir keine Sorgen um mich. Lass uns los, Shuichi. Das ist die richtige Einstellung. Mit unserer neu gefundenen Stärke öffneten wir die Tür. Nachdem ich die Tür öffnete, wurde ich sofort von etwas gegrüßt. Von einem blauen Himmel. Von einem hellen Sonnenlicht. Von einem angenehmen Wind. Und
Beide Worte trafen perfekt auf diese Situation zu. Was vor uns war, war sowohl ein Käfig als auch eine Mauer. Allein die Ansicht dieses großen Käfigs sorgte dafür, dass ich in Panik verfiel. Egal wo ich hinschaute, nach vorne, zur Seite, nach hinten, der Käfig war überall. What is this? We're trapped? What's going on? Oh no, nicht die Monocups schon wieder. Seid ihr überrascht wegen des Käfigs, hä? Ich kann total verstehen, wie ihr euch fühlt. Das erste Mal, dass ich den Käfig gesehen habe, sind meine Zähne und Fingernägel abgefallen. Oder rausgefallen. Das ist kein gesunder Weg zu reagieren. Dieser Typ hier ist auch irgendwie ziemlich krass drauf. Aber sie ist so unglaublich groß und deswegen wird sie die Endmauer genannt. Die Endmauer? Normalerweise werden Mauern gebaut, um zwei Orte voneinander zu trennen, richtig? Aber diese Mauer hier ist etwas anders. Diese Mauer repräsentiert das Ende der Welt. Worüber redest du da? Hä? Worüber haben wir geredet? Hä? Hat irgendjemand geredet? Habe ich geredet? Hör auf zu lachen und erkläre es schon, okay? Es gibt gar nichts zu erklären. So ist es einfach. Also, ja. Ihr könnt hier nicht raus. Diese Mauer dort hat keine Ausgänge und keine Eingänge. Und ihr könnt sie auch nicht zerstören oder drüber klettern. Nun, ein Ultimate könnte vielleicht teilweise drüber klettern. Aber meistens ist es wirklich unmöglich. Aber sie können sie vielleicht so ein bisschen erklimmen. Irgendjemand, helft uns! Bitte, helft uns! Helft uns bitte irgendjemand! Wir sind in einem großen Käfig gefangen. Ich schrie so laut ich konnte, aber niemand hat geantwortet. Bitte hör auf! Du tust nur deiner Kehle weh. Ja, schrei so laut wie du willst. Es kann dich überhaupt niemand hören. Niemand kann uns hören? Was meinst du damit? Was meinst du damit, dass uns niemand hören kann? Sag schon was. Irgendjemand antwortet einfach. Verdammt. Monodam ignoriert sie exzellent, weil er sich weigert, sein Herz zu öffnen. Du kannst meinem grauen oder grausamen Gemobbe dafür danken. Also dieser Typ hier hat anscheinend Monodam immer gemobbt. Und jetzt ist er immer nur ruhig. Ich kann's verstehen. Aber gut. Nun, wir sollen alle gut miteinander auskommen. Ach, halt die Klappe. Wir sind die Monocups. Wir müssen tough sein und so. Was ist das? Ihr Dinger, diese Schule, was ist das alles hier? Ihr Bastarde müsst einfach nur eure Arme, Beine und Augen benutzen, um das selbst herauszufinden. Aber bitte passt auf, während ihr erkundet. Wir arbeiten hier noch dran. Baustelle und so. Baustelle? Ich schaute mich um. Es stimmte wirklich. Einige Orte waren wohl wirklich noch unter Arbeit. Bauen sie etwa immer noch diese Schule? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie renovieren viel eher eine verlassene Schule. Auf jeden Fall, die Bauarbeiten werden bald abgeschlossen sein, sobald wir die Exisals auf Autopilot stellen. Diese Exisals? Sie waren mal Teil einer Biker-Gang und jetzt arbeiten sie hier an den Bauarbeiten, um ihre Kinder und ihre Frauen zu unterstützen. Brauchen Roboter wirklich eine solche Hintergrundgeschichte? Und ihre Lenkräder haben einen Leopardenprint und ihre Dashboards haben jede Menge Arcade-Preise.
Ach, ernsthaft, hört schon auf. Mit solchen Hintergrundgeschichten hören sie sich wie Volldeppen an. Da haben sie nicht ganz, hat er nicht ganz Unrecht. Okay, wir sind hier anscheinend nach wie vor gefangen. Ist, was sie gesagt haben, wirklich wahr? Wir können hier nicht raus? Wir können nicht über diese Mauer? Und niemand wird uns retten kommen. Aber wenn ich jetzt aufgebe, was dann? Da hat sie nicht ganz Unrecht. Hey, Shuichi, wir sollten uns... wir sollten schauen, ob wir einen Ausweg finden können. Ich klatschte ihn, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Au! Shuichi, ich bin nicht wirklich gut darin, andere zu motivieren. Aber wir können nicht einfach wegen einer Mauer aufgeben. Wir sind irgendwo reingekommen, also muss es auch irgendwo einen Ausgang geben. Wir mögen vielleicht jetzt nicht in der Lage sein zu entkommen, aber irgendwann mal bestimmt. Wir müssen einfach alle nur zusammenarbeiten, damit wir herauskommen können. Ja, das stimmt. Es ist noch zu früh, um aufzugeben. Es ist noch zu früh. Auf jeden Fall, ich meine... Ja, wobei, wenn man sich das mal anschaut, wie groß das hier ist, ne? Aber ich meine, wir sehen zumindest den Himmel. Und jede Menge Gebäude in der Entfernung. Vielleicht kommen wir doch irgendwie hier raus. Ich meine, Glas ist ja normalerweise auch ganz... man kann es zerbrechen, ne? Wenn wir also irgendwie mit einem riesigen Stein dagegen schlagen, vielleicht kommen wir dann raus? Naja. Kommt halt auch sehr darauf an, was das hier für ein Glas ist. Was haben wir hier jetzt noch so? Hier haben wir anscheinend ein Café, aber es ist kein Café, sondern einfach nur der andere Eingang für die Dining Hall. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen, steht auch noch mal dort drüber. Aber eigentlich ganz nett hier, oder? Wenn man mal die Situation so ein bisschen ignoriert, ist es eigentlich ganz nett. Naja, gut. Wir sollten hier mal weitermachen. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir anscheinend unsere Zimmer.